Die Ruhr ist insgesamt 212 Kilometer lang, kommt aus dem hintersten Sauerland hierher nach Duisburg. Schiffbar ist sie auch ein Stück für die Groß-, für die Güterschifffahrt. Von hier aus sind das 12 Kilometer bis Mülheim an der Ruhr. Da ist ein großer Industriehafen. Daran vorbei geht es auch noch ein bisschen weiter bis zum Balgener See nach Essen, aber nur für kleinere Fahrgastschiffe wie unseres. Und Sport ist alles ganz schön. Aber hier sind erstmal alles Liegeplätze für diese unbemannten, unmotorisierten Dinger, die da liegen, diese rostbraunen Behälter, Schubleichter. Schubleichter werden im Regelfall zu Viererverbänden zusammengestellt, zwei nebeneinander, zwei hintereinander. Das Ganze von einem Schub angeschoben, hat eine Länge von 185 Meter, 22,80 Meter breit, kann 11.000 Tonnen transportieren. Vorhin erwähnt, Schleppschiff war früher 2 Kilometer lang 8.000 Tonnen, also schon ein riesen Unterschied, ob ich 11.000 Tonnen vor mir her schiebe oder 8.000 Tonnen hinter mir herziehe. Und statt 31 Mann Personal heutzutage auf diesem Schubboden gerade mal noch 8 Mann Personal. Und die fahren noch rund um die Uhr bei jedem Wetter das ganze Jahr. Die Schleppschifffahrt, die ist früher lieb geblieben, wenn es dunkel war oder gar schon Nebel war, dann sind sie erst gar nicht aufgestanden morgens und haben weiter geschlafen.